Hallo, meine lieben Stiere. Das ist eure Kartenlegung für Anfang Oktober. Ja, es ist eine Kollektivlegung. Es bedeutet, es kann passen oder auch nicht. Natürlich lege ich auch Privatlegungen. Ihr könnt bei mir gerne melden per WhatsApp oder per E-Mail. Es ist verlinkt in es ist angegeben in meinem Kanalinfo oder auch in Videobeschreibung und das Weitere, wir besprechen dann. So, ihr könnt gerne diese Mitteilung, die ich mache, nutzen zum Reflektieren. Es ist auch gedacht zum Reflektieren. Vielleicht die Situation von anderen Blickwinkel anzuschauen oder auch neu betrachten. Es ist eine Erlegung, in der ich gendere nicht. Also liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Ihr dürft gerne in Kommentaren hinterlassen, was ihr hält von dieser Legung. Fühlt ihr euch angesprochen und wie seht ihr das? Ja, ich freue mich für jede Resonanz und für jeden Like und Abonnement. So, wir fangen an mit den Symbolon-Karten. Diese Karten sind sehr aussagekräftig und die werden euch mitteilen, das eine oder andere. Also die erste Karte bei Symbolon-Karten sagt aus über euren Verstandsebene, worüber ihr werdet Anfang Oktober Gedanken machen, liebe Stiere. So, die erste Karte. Ihr werdet Aufbruch haben. Es wird sehr schwierige Zeit für euch sein, weil ihr müsst auch das Materielle hinter sich lassen. Ihr werdet sagen, wie Tina Turner, ihr kennt vielleicht die Biografie von ihr, sie war sehr unglücklich verheiratet mit einem Mann, der sie hat verprügelt und sehr schlecht behandelt. Und als sie geschafft hat, von diesem Mann zu trennen, hat sie versuchte Scheidung natürlich damals, die war schon ziemlich bekannt. Und bei der Scheidung, wo es ging um ihre Rechte und so weiter, hat gesagt, ich gebe dir meine Vergangenheit und ich nehme meine Zukunft. Ich möchte nur meinen Namen Tina Turner behalten, weil das ist ja ihr Künstlernamen. Sie hat verzichtet auf alle Rechte, auf alles. Für Stiere, die sehr Sicherheitszeichen sind, ist das sehr, sehr schwierig. Ihr braucht sehr viel Sicherheit, sehr viel Beständigkeit, um sich zu entfalten. Ihr seid auch Genussmenschen. Aber es ist für euch wichtig, ja, genießen die Annehmlichkeiten. Es kann sein von eigenes Zuhause, von schöner Natur, Reisen oder gutem Essen oder gute, schöne Kleidung. Und ihr werdet Gedanken machen darüber, auf das alles zu verzichten. Als Tina Turner hat das gesagt, sie hat verzichtet auf ihre Tantiemen wegen der Musik, die hat mit ihrem Mann zusammen gemacht. Sie hat auf alles verzichtet, um ihre Freiheit zu erlangen und ihren Leben neu zu gestalten. Und darüber werdet ihr auch Gedanken machen, dass es irgendetwas müsst ihr verzichten oder auch hinter sich lassen, um aufbrechen auf Neues. Wie ihr seht in diesem Bild, man hat Hab und Gut hinterlässt und man geht voraus in die Zukunft. Man hat sozusagen nur ganz wenig Gepäck zum Mitnehmen. Das wird eure Verstandsebene Thema. Überlegt, in welchem Bereich eures Lebens möchtet ihr auf etwas verzichten und gehen weiter. Gefühlsebene. Hier geht es um Vereinbarkeit. Das ist Mond und Sonne und das war Stier-Venus und Uranus. So, und hier geht es um Vereinbarkeit. Es geht um Vereinbarkeit zwischen Mann und Frau, aber es kann auch sein, dass ihr sagt, so wie ich mein Leben gestalten möchte in meiner Zukunft, in einem halben Jahr oder in 2 Jahren, das ist unvereinbarbar mit meiner jetzigen Situation. Zum Beispiel, ich bin nicht glücklich in dieser Beziehung. Ich bin nicht glücklich bei meinem Arbeitgeber.
Wenn ich möchte weitergehen in meinem Leben und schaffen meine Karriere, bleibe ich hier bei diesem Arbeitgeber stecken. Und ihr werdet ein Gefühl haben von Unvereinbarkeit. Dieses Gefühl wird sehr präsent sein. Etwas ist nicht machbar zwischen dem, was ich will und dem, was es ist. Der Realität und den Wünschen und Hoffnungen. Es kann auch sein, dass es Unvereinbarkeit zwischen dir und dem Gegenüber, ob das ist Herzensmensch, ob das ist bekannter Freund oder auch Nachbarn oder auch Familie. Man hat dieses Gefühl, da gehöre ich nicht mehr hin. Das bringt mich nicht weiter. Ich muss weiter entfalten. Und der Verstand wird sagen, du musst aufbrechen. Eure Tendenzen, Anfang Oktober, wie geht es für euch, meine lieben Stiere? Ihr werdet euren eigenen Glauben, woran ihr glaubt, das bedeutet nicht gleich Religion, sondern dem, was ihr glaubt und ihr seid überzeugt davon, sozusagen nachgehen. Ihr werdet gegen alles kämpfen, was es euch im Wege steht. Das ist auch gewisserweise gut. Normalerweise, das Negative ist, man versucht, andere zu überzeugen, ob die wollen oder nicht. Bei dieser Kombination von dem, was es hier ist, für mich sagt es, dass ihr seid bereit aufzubrechen. Es gibt eine Unvereinbarkeit und ihr seht, dass das, woran ihr glaubt, worauf ihr möchtet gehen, um das zu erreichen, sozusagen sich von etwas zu lösen, müsst ihr verteidigen. Das ist gut. Das bedeutet, ihr glaubt an etwas. Ihr seht etwas, was vor euch steht, was ihr wünscht, was ihr hofft, was ihr benötigt für eure Weiterentwicklung. Und ihr werdet das verteidigen in gewisser Hinsicht. Ihr werdet dann, wenn ihr zum Beispiel sagt, nein, bei diesem Arbeitgeber bin ich nicht erfüllt, ich muss jetzt aufbrechen, weil ich unerfüllt mich fühle. Ihr werdet das aussprechen und sagen, ich komme hier in diesem Platz nicht weiter. Mir wird so viel versprochen, mir so viel wurde mitgeteilt, aber nichts gehalten. Und ich weiß, dass ich kann noch mehr, aber hier stehe ich auf die Stelle. Und das bedeutet, ihr werdet das aussprechen, das überzeugen. Ihr werdet auch Argumente und Fakten dafür finden, weil ihr glaubt, dass ihr etwas Besseres könnt. Und das in jetziger Situation nicht funktioniert. Und ihr sagt, okay, dann verzichte ich auf dies oder jenes, aber ich gehe voran. Und für Stiere, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ihr müsst auch sehr unglaublich stark diese Unvereinbarkeit fühlen, dass ihr aufbricht, weil ihr braucht Sicherheit. Und hier findet ihr nicht Sicherheit. Sonst wäre nicht diese Unvereinbarkeit. Das ist das, was der Symbol möchte mitteilen. Wir schauen weiter mit einem Mann. Was kommt auf euch zu, liebe Stiere, am Anfang Oktober? Was kommt auf euch zu, meine lieben Stiere, am Anfang Oktober? Also wenn es ist, auch umgekehrt ist, macht mir nichts aus. Ich lege schon seit fast 20 Jahren, also viele Jahre, diese Karten. Für mich ist das sozusagen Pipiflax. Ja, hier geht es auch um Klarheiten im Bank. Das könnte Bank sein. Öffentliches Chaos, das könnte auch Finanzamt sein. Da ist irgendwas nicht so in Ordnung. So, ihr habt das Gefühl von Trennung. Trennung oder auch nehmen Abstand von Dingen in Distanzierung. Und Distanzierung macht ihr von eurem Chef, Vater, Schwiegervater, wahrscheinlich ein sehr guter Mensch, ihr sogar Chef könnte sein, wo ihr sagt, jetzt mache ich das nicht mehr mit. Weil diese Karten tauschen sich. Wechseln sich. Es wird aber gut ausgehen. Das ist das Gute. Ihr schaut in viel Energie in eurem Leben.
Ihr distanziert euch von einem Mentor, vielleicht auch eine Person, die ist gut und das ist wahrscheinlich sogar Chef. So, ihr werdet aber eine Bürde tragen, Bürde mit der Entscheidung, aber auch gleichzeitig, es muss irgendwas zu Ende gehen, vielleicht auch mit Verträgen. Dass er sagt, diesen Vertrag mache ich nicht mehr mit. Diese Vereinbarung kommt mir nicht mehr in Frage. Ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr, ich werde es nicht mehr. Das ist ziemlich klare Aussage, weil es ist Tod über, ja, die Transformation über die Beziehung. Kann auch sein, dass es in Liebe geht. Hier ist die Liebe im Haus. Das wird euch wichtig auch sein. Und ihr werdet dann ein oder andere Entscheidung treffen. Leider, ich sehe auch, dass ihr werdet schlechten Gemüt haben, also Instabilität, vieles ist unklar, es wird schwanken. Vielleicht auch habt ihr depressive Stimmung. Ihr werdet Gedanken machen über eine Frau oder auch Umwege Geld zu gelangen oder über eine Frau mit finanzieller Situation. Die Liebe wird zwar wichtig sein, aber ihr werdet sehen müssen, dass es muss irgendwas transformiert werden. Es kommt nicht voran. Das ist auch als Bürde gesehen und es wird schwierig. Und diese Veränderungen, um zu gestalten, hat auch mit Öffentlichkeit zu tun. Das ist vielleicht auch etwas, momentan noch nicht geht voran, aber ihr seid erpicht und auch bereit, etwas zu ändern. Wenn Stiere sind entschieden, etwas zu verändern, dann ist es schon längst, es ist überflüssig. Weil Stiere haben wie Steinböcke und Jungfrauen sehr viel Geduld und sehr viel Ausdauer. Und wenn die gehen, dann gehen die. Ich habe mit Sternzeichen viele Beobachtungen gemacht und ich auch beobachte. Und ich weiß, wenn ein Erdzeichen etwas entscheidet, also Stier, Jungfrau oder auch Steinbock, dagegen kommt man nicht an. Das hat man entschieden. Und da wird man auch nichts ändern haben. Ihr Herzensmensch, der momentan wird Erkenntnisse bekommen, also Wow-Erkenntnisse, vielleicht sogar durch Nachrichten. Er hat auch sich zurückgezogen, er ist bereit für auch Neubeginn im Leben, aber er blockiert Kommunikation. Gleichzeitig ist das dasselbe, weil es ist auf die Seite, sozusagen. Er weiß nicht, wohin er schauen möchte. Es ist noch nicht alles herauskristallisiert. Er wird aber Klarheit erlangen. Vielleicht sogar durch eine Frau oder auch Umwege. Ihr habt auch Blockaden beruflicher Natur. Der Chef. Aber ich kann euch sagen, ihr werdet da wird einiges noch stattfinden. Ich kann sagen, dass bis von 3. Oktober bis circa 3. November wird viele Themen, was waren letztes Jahr aktuell, bis zum März dieses Jahres nochmals auf den Tisch kommen. Vielleicht mache ich auch extra dafür ein Video, um das mir zu beschreiben. Und das wäre sinnvoll. Euer Herzensmensch schaut auf Sicherheit im Leben. Er auch kommuniziert darüber. Ihr habt Verluste vielleicht in der Öffentlichkeit. Das ist etwas, das ist. Wolltet in Öffentlichkeit etwas machen, alles außer Hauses, also sozusagen nicht mehr im Privatleben, alles außer Hauses und da gab es Verluste. Vielleicht habt ihr Verluste von Freundeskreis oder auch Menschen oder auch vielleicht auch Verlust von im Garten zum Beispiel kann auch stattfinden, dass es etwas nicht so funktioniert. Erdzeichen sind super, was das ist, Gärtnerei und sowas in der Art betrifft. Und da könnt ihr vieles machen. Es kann auch Verluste sein, dass ihr vielleicht auch sagt, okay, ich muss auf etwas verzichten. Zum Beispiel Schrebergarten, weil das nimmt mir sehr viel Zeit. Oder etwas, was mit Grün zu tun, ein paar Pflanzen sozusagen. Vielleicht auch Pflanzen gestorben sind. Kann auch passieren.
Ihr schaut auch viel, also ihr habt wirklich Glücksfall gehabt, richtig schönen Glücksfall. Was alles jetzt passiert, das wird alles gut sein. Auch wenn ihr Sorgen macht, das wird schon alles so sein müssen, wie es ist, und es wird bringen, weil ihr habt auch das Glück. Und das Glück ist für lange Lebenszeit. Ihr baut etwas auf. Es geht auch um familiäre Freundschaften oder Harmonie mit den Freunden, das wird so ein Thema sein. Dieser Mensch, dieser ältere Herr, von dem ihr vielleicht sogar distanziert oder auch Vater oder auch mit Behörde zu tun, Chef, der ist nicht ganz ehrlich. Die Unehrlichkeit werdet ihr rausfinden. Die Lügen sind ein Verlust. In der Liebe wird es Blockaden sein, vielleicht auch ein paar Aufregungen, Beziehungen gehen zu Ende oder auch Verträge, eher Vereinbarungen. Also bitte relativieren meine Aussagen. Das Finanzielle kommt auf jeden Fall und es auch kleine Beträge oder auch mit kleinem Glück. Also das kann sein, dass ihr irgendwas einspart oder auch überlegt, wie ihr mit Finanzen umgeht und das eine oder das andere wird sich gut führen. Was das Herzensmensch betrifft, euer Herzensmensch schaut auf die Arbeit, er wird Entscheidungen treffen, wahrscheinlich arbeitsmäßig für ein halbes Jahr oder Entscheidungen für lange Zeit, also Lebenszeit. Lebenszeit heutzutage kann man nicht sagen. Es ist eher berufliche Entscheidungen für kommenden halben Jahr oder Jahr. Ich kann auch nicht weiter gucken als ja, obwohl ich immer reduziere das noch mehr. Es ist höchstens halbes Jahr, ich Tendenzen sehe. Aber wir Menschen verändern uns und ständig verändert unser Leben. Deswegen kann ich auch sagen, das halbe Jahr kann auch anders entwickeln. Sozusagen, wir leben in sehr veränderlicher Zeit gerade. Also, er wird beruflich Entscheidungen treffen für lange Zeit, aber er muss aufpassen. Weil hier ist eine Lüge, hier ist Unaufrichtigkeit. Vielleicht er auch hat eine falsche Vorstellung, weil, was er muss dann revidieren oder richtigstellen, was das kommendes halbe Jahr betrifft oder ein Jahr in beruflicher Hinsicht. Er wird aufbrechen, er wird Sehnsucht haben nach Liebe, aber diese Liebe ist trotz Trennung noch vorhanden. Wenn ihr seid getrennt oder auch er ist in Distanz, es ist Liebe noch da. Die Liebe ist vorhanden. Was ist aber noch wichtiger, eurer Schicksalsfahrt ist, ihr habt Blockade von sehr glücklichen Ereignis, wirklich sehr super glücklichen Ereignis. Das kommt auf euch zu. Es ist nur Frage, wann. Und meistens kommt es das, wann wir weniger erwarten. Und das ist wahrscheinlich sogar finanzielles Zugewinn. Vielleicht sogar plötzlich kommt. Wenn es auch Verluste da ist oder plötzliche Ernte, das wird alles negative, ja, negative wird weg. Vielleicht auch diese Plötzlichkeit, doch ihr erfährt, in kaum ein paar Tagen muss da irgendwas finanziell stattfinden. Also ist es Verluste von der Sense, das ist immer gut. Und damit wird auch irgendwas Schicksalhaftes abgeschlossen. Also, ihr habt Blockade von großem, wirklich das große Glück und kleine Glück. Perfekt. Vollkommenes Glück. Finanziell, vielleicht erntet ihr was. Das wird aber vielleicht auch aufgefressen. Das bedeutet, ihr müsst gleich irgendwas bezahlen, regeln und tun. Und damit werdet ihr eine schicksalhafte Aufgabe beenden. Wir haben in unserem Leben sehr viele schicksalhafte Aufgaben. Die laufen nebenbei ständig. Und übrigens, am Ende Oktober wird ein sehr wichtiger karmischer Zyklus vorbei sein und damit auch das eine oder andere auch zu Ende gehen. So, hier auf dich, auf Sicherheit, auf die Arbeit, auf den Herrn, auf das, den älteren Herrn. Wir schauen auch auf die Beziehung und auf die Lüge. Auf die Lüge ist, hier kann es sein Scheinheiligkeit. Überleg dir, wo kann jemand scheinheilig dich belügen? Also zum Beispiel, wenn es geht wirklich hier um die Arbeit und den Chef, diese Person wahrscheinlich, die erzählt scheinheilig vieles. Um dich zu motivieren, noch mehr zu motivieren und dass du bleibst, wenn du überlegst, was anders zu machen. Das ist nur als Beispiel ist, ne?
Hier, dieser ältere Mann hat Glück oder auch besser sagen, könnte auch sein, dass du hast mit ihm Glück. Vielleicht kannst du noch da eins oder anderes regeln. Für dich selbst, du wirst eine Bürde tragen, etwas Schicksalhaftes auf dich zukommen. Das Geld kommt auch durch die Arbeit, erarbeitetes Geld, vielleicht auch Ausland. Wird weiter verankert, es ist etwas Sicheres. Das Plötzliche wird auf jeden Fall irgendwie stattfinden, Unverhofftes. Und dein Herzensmensch, ja, der hat Blockaden. Der möglicherweise sogar sich selbst blockiert. Und die Vereinbarungen, Verträgen werden in Verlust gehen. Ich weiß es nicht, um was es geht, aber auf jeden Fall, da sieht aus, zu Ende geht etwas oder muss transformiert werden, aber es wird nicht transformiert, das geht zu Ende. Ich hoffe, dir hat diese Kartenlegung gefallen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Vielen lieben Dank. Du kannst gerne bei mir auch buchen eine Privatlegung, wenn du möchtest. Es gibt in der Videobeschreibung meine E-Mail-Adresse und auch meine WhatsApp-Telefonnummer, mit der du kannst mich erreichen. Und wir das weiter besprechen dann am Ort, sozusagen, wenn es soweit ist. So, ich bedanke mich herzlich und ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bis bald.